bin's euer Host Petra Russo und wieder zu einem Podcast How to Baby bereit mit euch jetzt im Sommer und habe ein sehr, sehr spannendes Thema zu einem, das ich initiiere, ja, ich würde sagen, nachzudenken oder zu sprechen, mit uns in Kommunikation zu treten. Ich habe heute eine Gesprächspartnerin, die neben mir sitzt und aus Kärnten gekommen ist, um ihre Geschichte zu erzählen. Und ich denke, das wird euch alle sehr berühren. Sabrina Krobert ist gerade schwanger, in der 35. Schwangerschaftswoche und hat einen besonderen Weg, wie sie schwanger wurde, hinter sich. Und wie sie sich ihr Baby erkämpft hat, das erzählt sie uns heute. Und ich sage sehr lieben Dank, dass du dieses Vertrauen hast und bei mir bist. Sabrina, herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung und ich freue mich schon auf die nächste Stunde. Ich mich auch sehr. Zum Erzählen. Sabrina, da haben wir ja jetzt jemanden mit auf der Couch sitzen und du hast mir schon erzählt, es wird ein Sohn. Mhm. Und wie bist du, es ist dein erstes Baby und dieses Baby hast du dir so sehr erkämpft wie nichts im Leben. Du bist sehr erfolgreiche Managerin, du hast einen weiten Weg durch nationale und internationale Geschäftsfelder. Das wirst du uns vielleicht kurz erzählen, aber du hattest einen dominanten Wunsch, nämlich Mama zu werden. Warum? Das ist korrekt, ja. Ich wollte immer schon Mama werden, nur ich habe einfach gewusst, ich möchte selbst halt einfach nur meinen eigenen Weg finden und ich arbeite wahnsinnig gern und Arbeit ist auch meine große Leidenschaft und dann habe ich meine Firma gegründet und bis halt eine Firma aufgebaut ist und dann ist man halt weltweit unterwegs eben und bis man dann halt so den Durchbruch geschafft hat, dann erreicht man halt ein gewisses Alter. Man 35 ist man ja schneller mal. Ja. Aber es war für mich immer klar, dass ich ein oder zwei Kinder haben möchte. Das war immer schon ein Traum eben, nur halt nicht früh. Ich habe schon immer gewusst, ich möchte eher später Mama werden. Ja. Meine Mutter hat mich eben auch erst mit 43 bekommen. Mhm. Also war das für mich nicht so ein Thema, älter Mama zu werden. Und ich habe halt für mich so definiert, wenn ich zuerst meinen eigenen Weg gegangen bin, meine Firma aufgebaut habe, dann tut man sich halt auch finanziell doch ein bisschen leichter. Ja. Weil wenn man jünger ist, das alles unter den Hut zu kriegen, das war einfach nicht mein Plan. Ich habe gesagt, na lieber älter und dann kann ich mich entscheiden, ob ich zu Hause bleiben kann oder wie doch beruflich bin, aber wenn man jünger ist, versucht man ja dann gleich wieder einen Anschluss zu finden, weil natürlich das Finanzielle steht ja immer im Mittelpunkt oder ist halt einfach wichtig. Und wenn man halt älter ist, hat man weniger finanzielle Sorgen. Man hat ein gewisses Einkommen, man ist auf einem gewissen Level und man kann dann frei entscheiden und vor allem man hat nicht mehr so das Gefühl, dass man was versäumt. Ja. Als Junger hat man immer so, ich muss doch dort dabei sein und noch die Welt sehen und ach, jetzt ist die Party oder dort vielleicht etwas. Und wenn man aber alles gesehen hat, erkennt man ja wirklich, was wichtig ist. Es ist nämlich nichts wichtig im Leben, sondern ich sage, ein paar Freunde zu haben, manchmal essen gehen zu können eben und eben vielleicht doch ein Kind zu haben. Da wird man relativ bescheiden im Alter. Jetzt und bist du aber nicht bescheiden gewesen, als es ums Thema Baby gegangen ist. Nein. Ja? Da hast du ja alles gemacht und hast ja sozusagen, du bist ja eine der, ich darf jetzt das Rätsel lösen, du hast als alleinstehende Frau ein Baby dir absolut in den Kopf gesetzt und hast gesagt, egal was. Und dazu hattest ja Partnerschaften, da waren die Partner noch nicht so weit und dann bist du andere Wege gegangen. Erklär uns einmal, wie du jetzt als ganz bewusst, jetzt hast du ja auch einen Verein gegründet, nämlich diese Zukunft Kinder Initiative. Und Zukunft Kinder heißt, du ermutigst Frauen, die nicht in Partnerschaften sind, Babys und Kinder zu bekommen, weil das ist in Österreich verboten. Korrekt. Zum Beispiel Samenspende. Und das ist jetzt unser heutiges Thema. Genau. Ja, jetzt erzähl uns einmal, was hat dich bewogen, so weit zu gehen? Weil du sagst jetzt gerade, es ist ja nichts Wichtiges im Leben. Ja. Und offenbar war das doch das Wichtigste in deinem Leben, dich als Mama erfüllt zu wissen.
Naja, ich muss ganz kurz durch die Vorgeschichte. Bitte, ich war schon in einer Beziehung, also ich war in einer dreijährigen Beziehung. Ja. Und es war immer klar, dass wir beide eben einen Kinderwunsch eben haben. Ja. Und weil eben alles ruhiger war und Corona, haben wir gesagt, na, jetzt passt eigentlich der Zeitpunkt. Und ich bin damals zum Gynäkologen gegangen. Nur der hat mir gesagt, dass ich knapp vor der Menopause stehe mit 38. Na, Bums. Und ja, genau. Und das ist eigentlich nur noch auf medizinischen Wege möglich ist, ein Kind zu bekommen und auch da die Chance nur noch bei 5% ist. Das war dann wirklich, also mit der Diagnose habe ich dann echt gekämpft. Bin dann zu meinem Partner und gesagt, du, also jetzt müssen wir echt Gas geben, aber es wird da kein Spaß werden, weil leider wird das nur noch unter künstlicher Befruchtung, also eben auch von medizinisch im Labor möglich sein eben. Er war dann leider doch etwas überfordert und hat sich dann von mir getrennt, weil er gesagt hat, der ist doch nicht so weit, Partnerschaft. Ich war dann ziemlich schockiert, nach 3 Jahren verlassen zu werden. Aber es war eben so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, selbst ist die Frau, dann gehe ich halt den Weg alleine. Und dann eben bin ich damit konfrontiert gewesen, dass es in Österreich gesetzlich verboten ist. Mhm. Ich war dann, also ich habe mir gedacht, okay, ich bin erfolgreich, ich schaue jetzt nicht so schlecht aus. Es wird ja wohl möglich sein, dass ich jetzt einen neuen Partner vielleicht finde, der einen Kinderwunsch eben hat. Und, ja. Aber es war leider unmöglich. Ich habe 2 kurze Beziehungen gehabt mit so 6 Monaten und war immer sehr offen und sehr ehrlich bin ich mit dem Thema umgegangen. Aber es ist den Männern einfach zu schnell gegangen, einfach der Druck natürlich, weil du musst entscheiden. Ich habe aber immer gesagt, mir ist das Kind wichtiger, weil für das Kind habe ich einfach nur noch eine gewisse Zeit und dann ist der Zug einfach abgefahren. Ja. Ihr Männer habt ja länger Zeit, ihr müsst euch ja aber das nie Gedanken machen. Und ich würde mir das nicht verzeihen, wenn mein Kinderwunsch so groß war, dass ich auf das verzichte. Also das habe ich den Männern immer so kommuniziert. Dann hat sich halt herausgestellt, dass das alles einfach viel zu schnell gegangen ist. Dann hat sich der Erste wieder getrennt von mir oder ich eigentlich, weil ich gesagt habe, du, ich muss weiter tun, dann muss ich den Weg alleine gehen. Ja. Bei der zweiten Partnerschaft war das Gleiche. Und da war ich wirklich schon sehr verzweifelt schon. Da war ich schon 39,5 dann. Und ich habe dann über mein Dilemma mit einem Bekannten gesprochen. Ich habe mich mehr oder weniger bei Männern aufgeregt. Und der hat dann hat sich ja immer herausgestellt, dass der eben auch einen Kinderwunsch hat und keine Kinder noch hat, lebt aber in einer Partnerschaft. Mhm. Die Frau hat 2 erwachsene Kinder, also die Beziehung hat 2 erwachsene Kinder und sie kann aber keine mehr kriegen, weil sie einfach schon über 50 ist eben. Und ich habe dann mit ihm lange Gespräche geführt und wir haben dann festgestellt, dass wir die gleichen Werte haben und so als Menschen gut funktionieren, also harmonieren miteinander. Aber der Funke ist halt nie übergesprungen. Und wir haben dann eben entschlossen, dass wir gemeinsam uns diesen Kinderwunsch erfüllen als Freunde. Und schön. Haben dann eben angefangen, eben, oder zumindest sind dann zum Institut gegangen, haben beim Notar eben diesen Vertrag aufgesetzt, eben so, dass er die Vaterschaft schon anerkennt. Und es hat dann aber noch einmal fast 1,5 Jahre gedauert. Und vor allem eben 40.000 Euro gekostet. Also was kostet das so viel? Naja, jede IVF-Behandlung kostet im Schnitt zwischen 5.000 und 7.000 Euro, je nachdem, wie viele Medikamente man braucht. Also ich habe 5 IVF-Behandlungen gebraucht, um dann endlich schwanger zu werden. Das war aber klar von Anfang an aufgrund meines Alters. Ich war dann fast schon 40, wo wir begonnen haben. Und der Arzt hat gesagt, es gibt da keine Chance mehr. Also die Chance ist wirklich sehr, sehr gering schon. Aber es gibt keine Garantie mehr. Und zwischen drei und sechs Versuche sind normal. Und bei uns waren es dann 5 Versuche. Und ich habe vor Weihnachten, also Anfang Dezember, dann endlich quasi den positiven Schwangerschaftstest in Händen gehalten. Ich war so überglücklich, das war das schönste Weihnachtsgeschenk. Ja. Und auch der Vater des Kindes, eben, wir haben ein gutes Übereinkommen, wir werden uns auch das Sorgerecht teilen, er freut sich wahnsinnig. Also im Endeffekt hat man nichts Besseres passieren können. Nur ich wäre diesen Weg auch alleine gegangen. Es ist nicht so, natürlich wäre ich auch Themen haben mit dem Kindsvater. Also ich hätte das alleine gemacht, nur eben in Österreich ist es ihm verboten. Und das ist eben der Grund, warum ich gesagt habe, aufgrund meiner eigenen Geschichte, wie viel Verzweiflung und wie sehr ich da gekämpft habe. Und ich habe dann eben viele andere Singlefrauen kennengelernt, die nicht das Glück gehabt haben, jemanden kennenzulernen noch und diesen Weg zu gehen, dass da was geändert gehört, weil das Gesetz einfach diskriminierend ist. Gut.
Jetzt sprechen wir gleich über das Gesetz, Sabrina, aber meine spontane Frage wäre jetzt, wenn wir jetzt so auf der Bank sitzen, Adoption oder Pflegekinder, wären das nie in Frage gekommen bei diesem, weil, entschuldige, wir haben jede Woche tausende, Millionen Kinder, denen es schlecht geht und die verhungern und verdursten. Du bist selbst weit gereist, du hast Verwandtschaft in Brasilien, ich denke an Afrika, an Indien etc. Wäre das ein Gedanke gewesen, eventuell? Oder also muss es biologisches? Für mich nicht. Also für mich war schon einmal zuerst einmal biologisch. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich noch einen Versuch gemacht. Ja. Und dann wäre der nächste Schritt gewesen, nach Tschechien zu gehen und dort mir eine Eizellspende geben zu lassen, also eine Eizelle zu kaufen. So, dass quasi nur der Vater, der biologische Vater gewesen wäre. Aber ich wollte unbedingt einfach selbst ein Kind austragen. Es war für mich einfach so wichtiger, diese Erfahrung zu machen. Okay. Und ein Kind kriegt ja trotzdem über den Blut Kreislauf über die Plazenta sehr viele Eigenschaften ja auch mit von der Mutter, auch wenn ich nicht genetisch die richtige, also die Mutter bin. Ja. Das war für mich dann eben, wäre wichtig für mich gewesen. Also es wäre so der nächste Schritt gewesen. Und ich habe viele Freundinnen, die auch das gleiche Alter hatten, aber eben natürlich nicht die finanziellen Ressourcen, weil wir waren Selbstzahler. Es hat bei uns kein IVF-Fonds mehr gezahlt aufgrund des Alters, dass das relativ problemlos möglich ist. Also mit einer Eizellspende wäre die Chance, schwanger zu werden, bei 80% gewesen. Okay. Und dann wäre ich, okay, das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Aber weil du sagst, Adoption, also in Österreich ist es fast unmöglich, sage ich, zu einem Kind zu kommen, weil es einfach zu wenig Kinder gibt, die zur Adoption freistehen. Man kann aber als alleinstehende Frau in Österreich ein Kind adoptieren, es ist gesetzlich erlaubt eben, aber es gibt fast keine Kinder. Und bei der Pflegefamilie, ja, es ist ein Argument, aber da muss man sich erstens einmal drüber trauen, weil das Jugendamt nimmt ja Kinder nur dann weg, also im äußersten Notfall. Da muss schon wahnsinnig viel passiert sein in der Familie an Gewalt oder an Missbrauch oder wie auch immer, dass das überhaupt passiert. Das ist das letzte Mittel, was man macht. Und da muss ich sagen, da würde ich mich nicht drüber trauen, so ein Kind zu nehmen, weil es ist ja auch nur auf Zeit. Pflegeeltern ist man nur auf Zeit. Das heißt, solange die oder sobald die Eltern irgendwie Therapie machen und ihr Leben wieder halbwegs im Griff haben, werden die Kinder wieder in die Ursprungsfamilie zurückgebracht. Das muss man sich ja immer sicher, also bewusst sein einfach. Es gibt das, aber auch Kinder aus dem Ausland, also jetzt aus Afrika oder Indien, wo das dann anders geht. Das stimmt, aber die Kriterien sind auch sehr hoch, wo ich sage, na, das war für mich noch keine Option. Okay. Also vielleicht hätte ich es dann gemacht, wenn es selbst nicht funktioniert hätte, dann wäre ich nach Tschechien gegangen, hätte die Eizellspende genommen. Wenn das nicht gegangen wäre, gut, dann wäre noch die nächste Option gewesen, in die Ukraine zu gehen und eine Leihmutter zu nehmen. Das ist ja auch nur eine Option. Und eben oder Adoption im Ausland. Das wäre dann noch möglich. Also es sind so die nächsten Schritte. Und ich denke, da muss dann jede Frau für sich selbst entscheiden, wie weit sie dann einfach geht oder wie wichtig ihr das ist. Genau. Aber die Option, also das hat sich bei mir immer gestellt, die Frage, weil zum Glück habe ich es noch selbst geschafft. Du hast es selbst geschafft und mit einem Freund. Genau, der eben die Vaterschaft jetzt bereits anerkannt hat. Ja. Nächste Frage, wie tut sich seine Frau? Die war natürlich einmal überrascht, das muss man schon sagen. Aber sie hat Grundverständnis, hat sie dafür, weil man muss ja ehrlich sein, sie weiß noch nicht, wie sie damit genau umgehen wird, wenn das Kind da ist. Also sie hat jetzt kein Problem. Ja. Sie freut sich auch für ihren Partner, dass er dieses Kind noch hat, weil für ihn geht es da eher um ein Nachkommen, um ein Erben. Eher. Also der Kindspapa ist auch Unternehmer. Aber wie sie genau damit umgehen wird, hat sie auch ehrlich gesagt, muss sie dann für sich dann selbst sehen, wie sie sich einbringen wird oder wie sie dann sich integriert. Der Kindsvater hat aber auch ganz klar gesagt, ihm ist das Kind wichtiger wie die Beziehung. Also das weiß sie auch. Also wenn sie damit nicht zurechtkommt, dann wird er sich trennen müssen. Also es war für ihn das Kind wichtiger, ja. Also das muss ich sagen, also im Endeffekt muss ich sagen, ist es eine, weil viele ja sagen, das Kind muss aus Liebe entstehen, aber ist das nicht die größte Liebe, man, dieser Kindsvater steht hinterm Kind und auch
hinter mir dann wie ein Fels in der Brandung. Das ist eine Form der Liebe. Ja, ja, es gibt ja verschiedene, wie so wir wissen, aus also dem so griechischen Prinzip. Ist das eine andere Art von Liebe? Ja. Und ich sage, mir hat eigentlich nichts Besseres passieren können, weil ich habe trotzdem ein freies Leben und ich kann machen, was ich will eigentlich. Ich habe mein Wunschkind und ich habe den besten Papa, den man sich vorstellen kann. Eben. Absolut. Und das nennt man im Co-Parenting. Es gibt in anderen Ländern dieses Co-Parenting schon. Ja. Da gibt es ganze Plattformen, ja, wo sich Frauen und Männer suchen eben und sich nur zusammentun für das Kind, aber sonst eben keine Liebesbeziehung führen. Das machen auch die Menschen, die sich vorher in einer Liebesbeziehung wiedergefunden haben, ja, und dann entscheiden, okay, jetzt sind wir Eltern und jetzt wandeln wir diese Beziehung anders um. Genau, es gibt so alles ist im es, Moment. Ja. Ja, es gibt, genau so, ist es gibt so viel, dass wir nicht mehr nachkommen, ja, mit den neuen Entstehungsformen. Ja? Ja. Jetzt hat doch jetzt irgendein mexikanischer Politiker sein Krokodil geheiratet. Also es wird alles kommen. Da ist, es kommt, es ist da viele, es ist da wirklich viele zu in Entstehen. Ja. Und vor allem, man muss davor vielleicht ein bisschen offen und flexibel sein. Eine Liebesbeziehung, wir wissen das selbst, wir sind ja keine 20 mehr, die ja kann von heute auf morgen einfach vorbei sein. Und da muss man sich wieder neu finden. Und vor allem, jede dritte Mutter ist ja auch alleinerziehend. Das heißt, ja, Patchwork-Familien ist heute schon gang und gäbe eben. Ja. Es, die Definition Beziehung ist dann nur andere. Wir haben halt diese Liebesbeziehung nie gehabt am Anfang an, aber wir haben eine solide Freundschaft. Und das, ja, finde ich, ist viel, viel wichtiger, weil wir alle wissen, wenn Beziehungen enden, die enden nicht immer sehr liebevoll, schön. Liebevoll, ja, ja. Manche haben Rosenkriege, bis sich das wieder einpendelt. Bei, ja, manchen pendelt sich das nie mehr ein und die Kinder leiden darunter. Das wird bei uns sicher nicht der Fall sein. Ja, aber Sabrina, jetzt erzähl mir mal ein bisschen, ja, so von deinen ersten Erfahrungen, als du In-vitro-Versuche gemacht hast, hat, ja, dich da dein Partner dann immer begleitet durch den Prozess? Weil ich meine, dass er bei der Insemination dabei war, ist klar. Ja. Aber war er dann an deiner Seite? Seid ihr da durchgegangen? Wird es jetzt diesmal was? Oder schauen wir mal? Oder wie war das vom Emotionalen her? Also wir waren gemeinsam immer bei den Beratungsgesprächen. Ja. Er hat schon gewusst, wie viele Medikamente ich da nehmen muss. Das ist schon ein ganzer Pack an Medikamenten. Ich habe ihn immer am Laufenden gehalten oder er hat manchmal nachgefragt. Aber er war nicht bei jedem Termin dabei. Ja. Ich muss auch sagen, ich wollte es ja gar nicht, weil okay, ich bin selbstständig und so. Das ist, man muss sich halt regelmäßig oder jeden Tag eine Spritze im Bauch geben. Das schaffe ich alleine. Also das war nicht notwendig. Also das war für mich nicht wirklich wichtig. Also ich habe ihm immer wieder die so Updates gegeben und gesagt, wie es mir halt geht eben. Aber er hat nicht dabei, also er wäre dabei gewesen, wenn es für mich so wichtig gewesen wäre, war es aber nicht. Also er war nur bei der Eizellentnahme war er, ja, dabei eben und bei der Wiedereinsetzung war er dann eben auch dabei eben. Und natürlich war er der Erste, der erfahren hat, dass der Schwangerschaftstest, also in dem Sinn positiv oder viermal war er halt negativ, dass da war er sicher, da war er der Erste, dem ich das erzählt habe. Also das war für uns aber nicht normal und das hätte jetzt, also für mich hat diese Nähe oder Distanz komplett gepasst. Mehr hätte ich ihn jetzt nicht einbeziehen wollen. Ja. Also ich habe ihn jetzt nicht jeden Tag angerufen oder so, weil das, ja, ist mir nicht wichtig. Ne? Ja, aber Sabrina, sag mal, wie dein näheres Umfeld reagiert hat, also deine Mama und deine Verwandten. Meine Mutter war ehrlich gesagt, sie war schockiert, sie hat das nicht verstanden, weil meine Mutter hat eben 7 Kinder auf die Welt gebracht, ich bin das Jüngste eben mit 43 gewesen und meine Mutter hat das nicht verstanden, dass ich solche Probleme habe, weil ich bin sehr sportlich, ich ernähre mich wirklich wahnsinnig gesund, ich rauche nicht, ich trinke fast keinen Alkohol, das war für sie so unverständlich, was hast du für Sorgen und für Probleme? Mhm. Und dann habe ich gesagt, du Mama, sag ich, es ist einfach, das ist bei jeder Frau unterschiedlich, ja, wann eine Frau in die Menopause kommt. Das, ja, kann spät sein, es kann aber auch früh sein. Es gibt, ja, schon 30-jährige Frauen, die, absolut, knapp vor der Menopause sind. Und dann sage ich, das ist, es ist heute auch der Stress ein anderer. Die Umweltbedingungen, die Ernährung. Ja. Man hat einfach Pestizide, Mikroplastik in der, ja, Ernährung. Vor allem Hormone im Grundwasser spielen, ja, eine massive Auswirkung schon auf die Fruchtbarkeit. Also nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Aber das ist halt, glaube ich, einfach für die, also meine Mutter ist 83, das ist für die ältere Generation einfach schwierig, das
nachvollziehen zu können. Das ist so, wie ich bin jetzt 41, also ich habe mit TikTok nichts mehr im Hut. Also das verstehe ich nicht. Oder da muss ich mich rein. Und so ist das für die Älteren. Manche ist das nicht mehr so nachvollziehbar. Und so fürs nähere Umfeld. Sie waren alle sehr, sehr skeptisch, aber dann, wo ich ihnen meine Beweggründe erklärt habe und ein bisschen so meine Leidensgeschichte, haben sie es alle verstanden, weil die natürlich gewusst haben, das Leben ist nicht immer alles Sonnenschein, sondern es gibt Trennungen und man muss dann eben als Paar, eben als Freunde durchs Leben gehen mit Kindern. Und die haben dann nach so Nachdenkminuten haben sie alle gesagt, du, eigentlich gehst du den richtigen Weg, weil du hast ja nicht keinen Stress. Du hast von Anfang an mit diesem Partner alles ausgemacht. Weil Liebe bedeutet ja immer Emotion. Und wir wissen selbst, wenn die Emotion mitspielt, tun wir oft Dinge, die wir dann hinten noch bereuen eben. Da geht es ja oft dann um Eifersucht, es geht um Betrug, um Trennung und so weiter. Deswegen, ich habe euch das alles von Anfang an klipp und klar. Also wer neben mir im Bett liegt, hat dem Kindspapa nicht zum Interessieren. Ich werde natürlich informieren, wenn es einen neuen Partner gibt oder ich verliebt bin. Aber grundsätzlich geht ihm doch nichts an. Umgekehrt bist geht ihm keine ihm, Rechenschaft. Genau, und umgekehrt ja genau das Gleiche. Und da sagt er, kann man wirklich, kommen ja Missverständnisse gar nicht auf. Es ist auch immer alles geklärt. Und da haben zu mir natürlich alle gesagt, du, es ist total vernünftig, was ihr zwei macht. Und eigentlich geht es ja den besten Weg, im Nachhinein gesprochen. Ja. Und ich sehe es jetzt eigentlich auch so, weil es gibt eigentlich nichts, über das ich mit ihm jetzt streiten oder diskutieren müsste, überhaupt nicht. Weil wir alle die gleichen Werte haben. Okay, aber bei der Geburt wird er da dabei sein? Habt ihr da schon angesprochen? Nein, er wird nicht dabei sein. Er hat es auch mir die Entscheidung überlassen. Er wird nicht dabei sein. Der Hintergrund ist, weil eine sehr gute Freundin von mir Hebamme ist. Ja. Und ich würde mir einfach gern wirklich meine Hebamme dabei sein. Ich habe noch keinen Geburtsvorbereitungstermin gemacht oder so. Ich habe einfach gehört, dass viele Hebammen dich oft alleine lassen. Es ist ein Wechsel eben. Und deshalb hätte ich gerne meine eigene Hebamme dabei. Und also deine Freundin, die bei dir dabei ist. Und da fühlst du dich sicher. Da fühle ich mich sicher. Und weil es darf ja nur eine Begleitperson bei der Geburt dabei sein. Also eine private Hebamme, weil das in Österreich so ist, das Gesetz. Also eine Hebamme darf offiziell bei der Geburt nicht dabei sein. Wenn sie natürlich eine Freundin ist und vielleicht auch meine Tante ist, sage ich einmal, kann sie dabei sein. Aber sonst darf sie nicht dabei sein. Es gibt die Hebammen vom Krankenhaus. Ja, die sind dabei, aber keine private. Das heißt, nur eine Begleitperson und meistens ist es halt ein Partner. Nur wie alle wissen oder jede Frau, die wahrscheinlich einen Partner schon dabei gehabt hat, weiß, dass er nicht so eine große Hilfe ist bei einer Geburt. Es kommt drauf an. Manche sind genial. Manche sind genial. Manche sind vielleicht überfragt, weil sie nicht wissen, weil man es eben, wie du es jetzt gerade richtig gesagt hast, weil man es vorher noch nicht diskutiert hat. Ja. Weißt du, ich glaube, wenn man bei Männern insbesondere ganz genau sagt, was man braucht, könnte und welche Funktionen sie haben werden, dann ist es klar. Ja. Aber wenn es alles so diffus ist und weder die Frau noch der Mann wissen, was auf sie zukommt oder, weißt du, es gibt so viele gleichgeschlechtliche Beziehungen bereits, also es ist alles anders. Es ist eben deshalb das goldene meines Erachtens nach Rezept ist Kommunikation. Das aussprechen, stimmt, was du möchtest und Stichwort Kommunikation. Wann und in welcher Form wird dein Sohn erfahren um seine Entstehungsgeschichte? Weil er wird dich fragen. Jedes Kind fragt, wo komme ich her? Wer ist mein Papa? Er wird mich fragen. Also ich denke mal an, wenn er so weit ist. Es wird jetzt sicher nicht mit 2, mit 3 oder mit 4 sein. Ich nehme mal an, in der Volksschule, wann er wahrscheinlich bei den ersten Geburtstagspartys, wo, glaube ich, das wirklich auch realisiert so weit ist. Also ich denke so ungefähr mit 6, 7. Wenn die Frage kommt, wäre ich sie mit verheimlichen, wenn die Frage früher kommen sollte, dann wäre ich das altersgerecht früher dann einfach sagen, dass er im Papa, Mama sich sehr gern haben, aber nie eben in einer Liebesbeziehung eben
waren und auch nicht sind eben. Aber Mama und Papa werden immer für dich da sein eben. Und haben sich, und du kannst dich auf uns hundertprozentig verlassen. Und haben keinen größeren Wunsch als dich gehabt, werdet ihr wahrscheinlich sagen, oder? Genau, korrekt ist es. Weil es ist wie ein Wunschkind von mir, sowohl vom Papa des Kindes. Ja. Und es gibt ja dir nichts Wichtigeres oder nichts Schöneres wie ein Wunschkind, das entstanden ist. Ja. Ja. Und von ihm her, nein, ich freue mich wirklich auf diese Reise, ja. Also du wirst jetzt Mama und das erste Mal ganz bewusst und sehr glasklar und hast ziemlich gute Struktur in diesem Thema. Ich hoffe. Aber willst du noch ein zweites? Eine gute Frage. Also es ist kein zweites, grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Also es sind noch 3 Embryonen noch eingefroren von uns beiden noch. Ich lasse es einmal auf mich zukommen. Schau mal, wie das mit dem ersten wie das mit dem ersten funktioniert. Also wenn der Plan und der Ein- und Ausschalter, den ich mir gewünscht habe, funktioniert, kein Spaß beiseite. wenn ich mich wohlfühle, dann hätte ich gerne ein zweites relativ schnell. Weil für mich jetzt persönlich aus meiner Erfahrung 2 Kinder leichter sind wie eines, weil man sich gegenseitig hat. Also wie gesagt, ich bin ja auch mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Ja. Ein Bruder von mir ist 13 Monate älter und wir sind durch dick und dünn gegangen. Ja. Wir haben natürlich gestritten, uns geliebt, wie halt das so ist. Gell? Aber ich möchte ihn nicht missen in meinem Leben. Und das ist was Schönes. Und wenn man halt ein Einzelkind ist, man hat andere Vorteile, aber man braucht halt immer irgendjemanden halt, man ist halt immer alleine, nie in Urlaub, man braucht immer Freunde mit. Und dann muss man halt einmal die richtigen Freunde finden, die Eltern müssen miteinander harmonieren. Das ist dann schon ein paar Challenges mehr dann. Also anders ist es. Es ist anders. Also wenn es sich ausgeht, hätte ich gern noch ein zweites Kind, wenn es passt, ja. Okay, gut. Jetzt lass uns zum Eigentlichen kommen, Sabrina. Es kommt ja nicht von ungefähr, du bist jetzt glücklich, hast ein Baby im Bauch und das sieht phänomenal aus. Aber du hast ja jetzt andere Frauen kennengelernt, denen es nicht so easy gegangen ist. Was erfahren die? Weil du hast ja jetzt eine Initiative, wie gesagt, ich habe schon anmoderiert, Zukunft Kinder. Ja. Und was hat dich dazu bewogen, dich jetzt in deiner ganzen Kraft und in deinem Management, in deiner Struktur da so aufzustellen, zu sagen, okay, ich stell mich jetzt als Galionsfigur, als Jeanne d'Arc der Babys hin und sage, es ist in Österreich einiges noch am Durchschalten und Verändern in unserer Gesellschaft, an Akzeptanz, an Verständnis, Toleranz. Ja, weil als ich ja mein Arzt mir mitgeteilt hat, dass es in Österreich ja gesetzlich verboten ist, war ja eine Überlegung, nach Dänemark auch zu gehen. Ja. Und ich habe mich dort wirklich beschäftigt mit dieser European Sperm Bank, weil Dänemark hat die größte Samenbank. Habe mich da halt so mal schlau gemacht. Also es ist wirklich so ein bisschen der Otto-Katalog. Also man kann sich die Augenfarbe aussuchen, die Größe, die Haarfarbe, Ausbildung. Man sieht dann an die Handschrift der Person, man sieht Kinderbilder. Nur das wäre eine Variante gewesen, nur leider waren die Samenbanken leergeräumt aufgrund von Corona. Oder okay, die wollten alle Samen haben. Samen nicht, aber dadurch, dass halt diese Ausgangsbeschränkungen ja auch in Dänemark waren, hat es keine Spender gegeben während dieser Zeit. Okay. Eben. Okay. Und jeder Spender darf hier in jedes Land nur maximal 5-mal spenden, damit es eben zu keiner Inzucht kommt. Eben. Also man sieht dann ganz genau, okay, der Spender ist für Österreich nicht mehr offen, sondern nur noch der und der. Oder es ist gerade bei diesem Spender kein Samen verfügbar, weil er eben keine Samenabgabe mehr gemacht hat eben. Also habe ich das auch ziemlich schnell ad acta wiedergelegt. Aber ich weiß eben von anderen Freundinnen oder von Bekannten, dass die nach Dänemark gegangen sind. Also einige sind eben nach Deutschland, ein paar nach Dänemark. Manche sind auch nach Tschechien oder in die Slowakei gegangen. Und da wird immer, also ich bin eine, muss ich sagen, immer offen damit umgegangen. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin die Sabrina, bin 39, ich habe dieses Problem und ich stehe dazu. Und ich, natürlich muss man sagen, ich war mit 30 nicht so. Da wollte ich ja auch immer, ich glaube, verliebt sein und auf klassischen Weg Familie gründen. Ja. Und auch da, ich hätte das Selbstbewusstsein nicht gehabt, mich mit 30 oder 31 wohin zu stellen und zu sagen, okay, das bin jetzt ich und
ich bin nicht perfekt. Ich habe einfach offensichtlich das Problem, nicht den richtigen Partner gefunden zu haben. Das ist ja, man muss ja mal Mut haben, um das zu sagen einfach. Aber es ist halt so. Aber ich bin trotzdem kein schlechter Mensch oder beziehungsunfähig, sondern es gibt da draußen 4 Milliarden Männer und ich habe offensichtlich halt den Deckel auf meinen Kochtopf noch nicht gefunden. Und für mich war aber immer klar, ich will keine Kompromissbeziehung eingehen. Also ich will alles oder nichts. Das ist einfach so mein Wesen. Und da bleibe ich lieber alleine, weil ich habe ja alles. Warum sollte ich mir Beziehung antun, die halt nicht passt oder wo ich unglücklich bin? Das war für mich eine Option. Und weil ich halt so offen umgegangen bin, habe ich immer mehr Leute kennengelernt oder erfahren, dass die auch Probleme haben. Weil wenn man selbst spricht, dann sprechen ja andere ja auch eben. Und so habe ich festgestellt, dass im Bekanntenkreis, in einem weiteren Bekanntenkreis, sehr viele IVF-Behandlungen gehabt haben. Nicht nur eine, sondern mehrere eben. Dann habe ich Frauen getroffen, die selbst im sehr erfolgreich sind, Unternehmerinnen sind etc., die dann auch gesagt haben, du, ich bin vielleicht wirklich jetzt kinderlos geblieben, weil ich habe den richtigen Partner nicht kennengelernt, weil ich eben zu erfolgreich oft einmal bin für Partnerschaft. Weil ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, dass Männer, nicht alle, aber ich habe bis jetzt einmal nur Männer kennengelernt, die schon oft einmal ein Thema gehabt haben, dass ich so selbstständig bin. Stark. Und ja, stark bin, selbstständig bin und natürlich ein gewisses Einkommen habe. Also ich gehe schon Kompromisse ein, aber bei manchen Dingen mache ich keinen Kompromiss, weil mein Leben kann ja morgen auch vorbei sein. Mhm. Warum sollte ich mich ständig arrangieren, wo das gemeinsame Urlaubsziel ist oder ob ich jetzt am Wochenende mit meinem Partner Skitour gehe, wenn ich vielleicht auch eine Skitour mit Freunden gehe, weil es mir gerade wichtig ist. Also man wird dann weniger kompromissbereit, weil man ja weiß, auch du brauchst jetzt nicht den Ring am Finger, du kannst dich um dich selbst sorgen. Eigentliches Kapital im Leben ist ja, dass du in erster Linie mit dir selbst zufrieden, glücklich und erfüllt bist. Ja. Also du musst dich zuerst selbst lieben, natürlich. Um geliebt zu werden. Und das ist wirklich kein leeres Gerede. Ich habe das auch als solches mehrmals jetzt in diesem Podcast gehört. Es geht darum, sich selbst zu finden. So ist es, genau. Bevor man überhaupt mit Kind und dieser Thematik Familiengründung ins Rennen geht, sollte man wirklich bei sich angekommen sein. So ist das es. Das ist halt, sagst du völlig richtig, das ist halt oftmals in dem Alter mit 25, 30 noch nicht der Fall. Das stimmt, ja. Da muss man halt schon Deep Dive machen. Ja. Möglicherweise die Generation jetzt kommt, glaube ich, auch wesentlich bewusster rein. Ja. Aber die Frauen, die du da jetzt so betreust oder die da in Zukunft Kinder sich auch versammeln, was haben die für Leidensgeschichten teilweise? Naja, also einerseits kenne ich wirklich sehr viele Frauen, die das gleiche Problem hatten, wie sagt man das, wo der Kinderwunsch das so prekär war, dass sie verlassen worden sind. Weil der Mann halt, weil das den war Druck. Druck nicht. Oder man bleibt halt oft einmal jahrelang in einer Beziehung, sie läuft irgendwie. Und dann wollen halt Frauen oft den nächsten Schritt gehen und dann kommt der Mann oft, aber eigentlich möchte ich nicht, weil da gibt es ja noch die Bessere und die Jüngere. Weil wie gesagt, Männer haben ja das Problem nicht. Das Durchschnittsalter der Männer ist ja 39 eben. Das heißt, Männer das können sich da länger umschauen oder vielleicht sich halt doch die 30-Jährige dann wieder nehmen. Also das ist sehr vielen Freundinnen oder sagen wir mal Bekannten passiert eben auch. Und was machst du dann? Das gleiche Problem nicht. Du stehst mit 38, 39 alleine da und egal wie das ist, du bist einfach nicht mehr attraktiv für die Männerwelt. Punkt. Das ist so. Nein, das stimmt nicht. Also da muss ich jetzt appellieren. Mit diesem massiven Kinderwunsch und mit dem Rücken zur Wand stehend schon. Also ich glaube, ich habe jetzt keinen kennengelernt, der das so kurz geschafft hat, einen Partner zu finden. Also ich glaube es nicht. Ich weiß es. Ja. Ich bin lang genug auf dieser Erde, dass dass Liebe kein Alter hat. Ja? Also das zeigen uns auch genügend ganz, ganz, ganz spannende Partnerschaften. Ja. Und da sind Frauen darunter, die sind 45, 50 und dergleichen und haben absolut junge Männer, die mit ihnen Kinder haben wollen. Also es gibt, wie gesagt, es gibt alles. Ich möchte in diesem Podcast jetzt nicht diese Botschaft verstreuen. Ja. Ich glaube, es ist ohne Grenze und immer schon gewesen.
immer schon gewesen. Es gab immer alte Männer, die junge Frauen natürlich mit Kindern und dergleichen auch verlassen haben. Ganz berühmte, das gibt's ja, ich weiß es nicht, weit in die Jahrhunderte zurück. Es gibt Künstler, die das gemacht haben. Es gibt Musiker, die das gemacht haben. Männer, da haben natürlich diesen biologischen Vorteil. Ja. Aber wenn eine Frau heute weiß, wie du, wie viel Kraft sie hat, und dann hat sie eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Aura, und das reagiert der richtige Partner. Ja, natürlich, ja. Auf diese Schwingung, ja, das, davon bin ich überzeugt. Ja, aber vielleicht auf jeden Fall, es war einfach ungeduldig. Wahrscheinlich, ja. Es war so eine schwierige Zeit, sage ich, die letzten drei Jahre, weil zu wissen, geht's überhaupt noch? Geht es nimmer? Also das war, ich habe so viele schlaflose Nächte gehabt und ich war teilweise so deprimiert und wirklich frustriert. Und man sucht da ja nicht mehr so objektiv. Man hat ja, auch Frauen haben ja ein gewisses Beuteschema, sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig beim Partner. Und man merkt dann, dass man vielleicht nicht mehr so viel Wert auf gewisse Details, die vorher wichtig waren. Weil einfach, es geht ja nur noch um diesen Kinderwunsch. Das du ist weißt, Punkt. Dass die biologische Uhr tickt und die tickt wahnsinnig laut. Und du bist immer so objektiv dann einfach nimmer. Und du lässt dich nicht fallen. Genau das ist es. Man ist wahnsinnig angespannt und du hast die Zeit nimmer. Kontraproduktiv, wenn man schwanger werden so möchte. So ist es. Ich sage, wenn man einen Partner kennenlernt, dann, mein Gott, dann genießt man einmal die Zeit. Man ist einmal verliebt auf der rosaroten Wolke. Und das alles musst du relativ schnell abwickeln, weil du musst dich schnell rausfinden, geht das? Weil Liebe oder verliebt sein ist ja eines, aber dann mit diesem Mann ein Kind zu haben, das sind zwei verschiedene Paar Welten. Und du musst alles relativ kurz abchecken und sagen, okay, könnte das oder will man, dass der Vater des Kindes wird, weil du bist dein Leben lang mit diesem Mann dann verbunden. Absolut. Wenn es nicht funktioniert oder auch wenn es funktioniert. Ja. Und das ist dann schon schwierig. Also das ich möchte nicht mehr durchgehen. Und das ist natürlich, deswegen sage ich verstehe die Männer. Ich bin auch mit meinen zwei Ex-Beziehungen eben nach wie vor in Kontakt und die haben mich entschuldigt bei denen. Ich habe gesagt, unter anderen Voraussetzungen, vielleicht wäre es was geworden eben, aber da muss man als Frau dann für sich die Konsequenzen ziehen oder sagen, okay, was ist denn wichtiger? Und mir war das Kind eben wichtiger, weil irgendwann ist vielleicht zu spät und das würde ich dann mir und auch diesem Partner dann nie mehr verzeihen, weil ich die Möglichkeit dann nicht mehr habe, noch ein Kind. Aber ein Partner kann immer noch kommen jetzt. Der kann morgen vielleicht oder heute schon irgendwo vor meinem Auto stehen, wenn ich nach Hause fahre. Also da bin ich, jetzt bin ich wieder, ich merke, ich bin jetzt einfach wieder total entspannt. Ich bin die Sabrina wieder, die genau weiß, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Ich bin wieder offen, ich flirt wieder, ich nehme nicht immer alles so ernst, wenn Männer mal was sagen oder so. Du hast das vorher war schon alles so schlimm. Ja, nein, aber du bist jetzt, man sieht es ja an deinen Augen, also ich würde sagen, du hast den schönsten Cocktail gerade in dir. Also, wenn ich neben dir lange sitze, kommt es. Nein, aber das ist das Stichwort eben, was ich glaube, Sabrina, jetzt mit Zukunft Kinder und mit euren Initiativen und Gesprächen und so weiter, was man meines Erachtens nach, und ich habe jetzt auch mit medizinischen Vertretern sehr viel darüber gesprochen, was man auf jeden Fall mitgeben soll in der Gesellschaft ist, lasst los. Ja, das ist wahnsinnig. Das macht es Attraktivität, aber es ist wichtig. Es ist das Wichtigste. Es ist das Allerwichtigste. Ja. Loslassen, und es ist nicht nur, was den Kinderwunsch anlangt. Ja. Das ist, wir meditieren, loslassen. Ja, feel free und let it go. Das ist die Essenz des Menschseins. Ja. Und wenn du heute dein Putzi auf die Welt kommen siehst, der wird überhaupt nicht nachdenken, was er jetzt, warum, wie macht. Stimmt. Und er hat diese, und da können Eltern irrsinnig viel meines Erachtens nach profitieren von diesem Loslassprozess, von diesem im Jetzt sein, ja. Und das möchte ich gerne über diesen Podcast, diesen vielen Frauen, Männern etc. mitgeben, mit diesem Kinderwunschthema.
Absolut. Und dann muss ich auf jeden Fall sagen, was da jetzt genau aus dem Grund, habe ich gesagt, ich muss ja was machen, weil ich habe es selber gesehen, man ist dann total verzweifelt. Man kann nicht mehr loslassen. Das Thema beschäftigt einem so und bei jedem negativen Schwangerschaftstest, man ist ja am Boden zerstört. Und man denkt sich, shit, ich meine, es ist ja finanzielle Geschichte, wie lange geht man? Man muss sich da 14 Tage lang jeden Tag Spritze in den Bauch geben. Man weiß nicht, klappt das jetzt? Und ich habe schon gar keine Kinder, Babys mehr sehen sollen. Auf einmal sieht man nur noch Babys auf der Straße, Kinder wegen. Du wirst schon gar nicht mehr, wo gehen. Und dann immer der fragt, und hat schon geklappt? Und wie schaut es denn aus? Und du wirst schon gar keine Antwort mehr geben. Also es hat mir dann Gott sei Dank eh keiner mehr gefragt. Aber ich habe auch dann bei den letzten zwei Behandlungen niemand mehr kommuniziert, außer meiner besten Freundin. Du, ich starte jetzt noch einmal einen Versuch. Besser ich so. Wollte nicht mehr reden drüber anfangen. Ja. Und das war auf jeden Fall der Druck schon extrem hoch. Und das war halt auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, die Initiative. Weil nur wenn man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eben ein Single ist, sollte man für sich selbst, weil ich sage, ein Kinderwunsch ist ja von vielen Frauen ein fundamentales Bedürfnis, nicht von allen. Es gibt da Frauen, die sagen, nein, ich möchte kein Kind haben. Ist auch total in auch Ordnung. Männer. Auch Männer? Ja. Eben, es ist total in Ordnung. Eben. Ich sage, manche wollen ein Kind, manche wollen mehr, manche wollen früher Kinder haben, manche später. Ich sage eben, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber eben, wenn man einen Kinderwunsch hat, man ist unter Druck. Man, so wie ich eben war. Und ich habe gesagt, okay, wenn aber eben die Frau die Möglichkeit hat, gesetzlich diesen Weg alleine zu gehen, dann erspart sie sich einfach total viel Druck oder auf Kampf jetzt den Mann, den erstbesten Mann zu finden, sage jetzt einmal blöd gesagt, weil du hast ja nicht mehr viel Zeit eben. Ist doch besser, man macht in aller Ruhe, lasst los, man erfüllt sich einmal diesen Kinderwunsch, dann ist das Wunschkind da und dann ist man wieder offen, so wie ich das jetzt bin. Ich bin total offen, ich erwarte mal überhaupt nichts mehr. Also wo ich sage, vielleicht steht er ja morgen da oder vielleicht in einer Woche, keine Ahnung. Aber ich bin glücklich, weil ich eben dieses Kind habe und das macht mich jetzt, so wie du vorher gesagt hast, ich merke das schon, ich bin jetzt wieder total attraktiv und Männer interessieren sich wieder für mich. Aber während dieser letzten 3 Jahre, so viel haben sich für mich nicht interessiert. Ja, weil du ein bisschen verkrampft warst vielleicht. Ja, natürlich. Das heißt, das schreist du ja aus. Also das heißt, die Grundvoraussetzungen für eine Single-Frau, die unter Druck steht, sind nicht die besten Voraussetzungen. Stimmt. Es ist nicht unmöglich, aber es sind nicht die besten Voraussetzungen. Das war so mit ein Beweggrund, warum ich gesagt habe, nicht. Aber in der heutigen Zeit eben, wie gesagt, in Österreich können alleinstehende Frauen ein Kind adoptieren, aber sich einen eigenen, also den Kinderwunsch sich medizinisch zu erfüllen, das geht nicht. Also wo ist da die Logik eigentlich? Ich meine, der Staat oder der Gesetzesgeber argumentiert das ja oft mit dem Kindeswohl oder eigentlich nur mit dem Kindeswohl. Nur ich muss auch sagen, es gibt nur weil es jetzt zum Zeitpunkt der Entstehung, sage ich einmal, Liebe gegeben hat, heißt ja nicht, dass der Partner ja in 9 Monaten noch da bleibt oder in 2 oder 3 Jahren noch da ist. Beispiele dafür. So ist es, oder wirklich um dieses Kindeswohl gesorgt ist, weil wenn das die einzige Grundvoraussetzung ist zum Erfolg, dass das um das Kindeswohl gesorgt ist, dann frage ich mich, warum gibt es denn so viele Fälle beim Jugendamt oder eben in Pflegefamilien oder in SOS-Kinderdörfern und so weiter. Oder in der Psychiatrie. So ist es. Das heißt, der Staat sagt jetzt derzeit recht diskriminierend. Das heißt, ich muss bei dem Geschlechtsabgleich, klar muss ich einen Mann haben und dann ist alles perfekt. Das ist es aber eben nicht. Und ich finde es diskriminierend, dass man eine Frau von Anfang an sagt oder nicht zutraut, in der Lage zu sein, sich um ein Kind zu erziehen oder sich um ein Kind zu kümmern. Und das ist ja wirklich ein Schlag für jede Frau ins Gesicht, weil jede dritte Frau ist ja alleinerziehend bereits in Österreich. Ja. Und die kriegen das auch alle gut hin. Und meine Mama hat das auch gut hinkriegt. Und wo ist das Problem meine dann? Meine Großmutter von beiden Seiten, also unmittelbar nach dem Krieg. Ja, es ist alles wunderbar gegangen. Ich glaube, das ist natürlich auch, würde uns jetzt über diesen Podcast hinausführen, weil ich glaube, dass transgenerationale Phänomene auch da sind. So ist es, Und Frauen, wie wir beide das gesehen haben, dass es wunderbar funktioniert. Und das kann ich nur unterstreichen. Ja, es geht immer. Als Frau, ein Kind, 2 Kinder, 5, das ist die Evolution. Ja. Es geht immer um die Kraft, die Energie, und die Liebe, die wir zu geben bereit sind. Stimmt. Und alles andere ist
sekundär. Also ich würde sogar sagen, das Finanzielle, das mag eine gute Basis sein, aber wir kriegen es hin. Wenn wir wirklich in der Liebe sind zu diesem Thema Kind, dann kriegt man das irgendwie auf die Reihe. Genau, ja, so ist es, aber ich sehe das sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ja. Es muss ein wirklich liebender Faktor da sein. Ja. Aber du hast völlig recht, es braucht eine Änderung, es braucht eine Bewusstwerdung, deshalb auch unser heutiger Podcast, damit wir diesem Thema Raum geben. Ja, weil in vitro ist eine Sache. Ja. Es gibt fürchterliche Beziehungsentwicklungen, wenn die Frau zu krampfhaft ist. Beziehungen zerbrechen an diesem Thema. Stimmt. Also insofern sind dann schneller mal Frauen in deinem Kreis wahrscheinlich, die sich auch Rat suchen. Wie sieht es denn im europäischen Vergleich dazu aus? Du sagst, in Deutschland ist es natürlich jetzt schon, wissen wir, legal. In Dänemark ist es auch legal, in Nordeuropa. Dort kommt eigentlich schon seit Jahren mehr Toleranz. Stimmt. Wie sieht es im Süden Europas aus? Also Süden, ich muss sagen, also derzeit ist die künstliche Befruchtung in 11 europäischen Ländern für alleinstehende Frauen erlaubt. Also Vorreiter in Europa ist nicht das Skandinavische, ist sogar Spanien. Also Spanien hat die meisten Kinderwunschinstitute und natürlich sehr hohen Tourismus. Also sehr viele Frauen fliegen auch nach Spanien, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Also ich habe gesagt, Spanien, dann kommt Dänemark und dann Finnland, Schweden, Niederlande, das sind so prädestiniert dafür dann. Aber auch die osteuropäischen Staaten gehen damit viel offener um. Ich glaube, Österreich ist einfach aufgrund der Geschichte her, wir sind einfach eher im konservativen Bereich angesiedelt. Aber ich denke, dass die Zeit reif ist, dass wir Frauen jetzt wieder aufstehen und sagen, na, warum nicht? Das ist diskriminierend. Ja. Und ich sage, jedes Wunschkind, das ja mehr entsteht, ist ja besser. Ist ja eigentlich ein wichtiger Teil für die Gesellschaft. So ist es, genau. Ja. Und dass Frau einfach dann selbstbestimmt entscheiden kann, auch diesen Weg alleine zu gehen. Ich erwähne immer als Beispiel Deutschland zum Beispiel. Deutschland findet ja da gute Regelung gemacht, weil natürlich, um was geht es den Staat? Es muss irgendwie finanzierbar sein. Ja. Und der Staat will jetzt nicht noch mehr Kinder haben, wo er vielleicht Alimente vorschießen muss oder die Frau verliert den Job. Wie geht sie dann um? Weil wir wissen alle momentan, die Krisen, was wir haben, eben, es ist keine leichte Zeit. Aber Deutschland hat eine Lösung, dass die Frau, die alleinstehende Frau braucht eine Garantieperson, die notariell eben beglaubigt, dass wenn die alleinstehende Mutter in finanzielle Schwierigkeiten kommt, dann springt diese Garantieperson mit Unterhaltszahlungen ein. Okay. Das kann aber eben Mama, Papa, Bruder, Freundin, wer auch immer sein. Damit könnte man oder dem Staat ein Argument geben, schau, da gibt es jetzt eine Person, die ist ja eh da, die ist greifbar. Es gibt Brücken. So ist es. Dann kann man natürlich sagen, okay, man macht eine gewisse Altersgrenze. Also in Deutschland gibt es ja Altersgrenze eben auch mit 30, dass man sagt, okay, nicht, dass die 20-Jährige jetzt vielleicht einmal eine große Enttäuschung erlebt hat und sagt, naja, salopp gesagt, statt einen Hund nehme ich mal jetzt ein Kind. Nein, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist einfach, man soll da vielleicht auch realistisch sein. Wenn man jung ist, ist die Chance sehr hoch, einfach sich wieder neu zu verlieben. Da tickt ja keine Uhr noch jetzt mit 20. Aber dass man vielleicht sagt, okay, wenn ein gewisses Alter erreicht ist, kann ich mir diesen Wunsch alleine erfüllen, weil es ist natürlich eine finanzielle Belastung, wenn ich alleinerziehend bin. Da gibt es keinen. Was ist, wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich einen Job verliere? Ich bin alleine für das Kind verantwortlich. Ja. Und ein Kind, ich meine, du hast mehrere Kinder, wie gehört, ist ja die größte Verantwortung im Leben. Das muss immer bewusst sein einfach. Also wenn ich jetzt von mir sprechen darf, dann war die größte Frage, als ich mich ganz bewusst liebevoll getrennt habe von den Vätern meiner Kinder, ich will nur biologisch safe sein, bis sie erwachsen sind. Ja. Also das ist schon ein Druck, der da ist. Ja. Schaffe ich es für sie dann da zu sein. Also, aber in dem Moment, wo die 18 waren und Matura hat, habe ich gedacht, okay, I did it. Ja, das ist klar, das ist sie draußen. Und dann ist man völlig frei. Ja, also.
Wobei ich muss dazu sagen, ich war schon verdammt alt beim dritten, aber ist so. Was heißt verdammt alt? Bisschen jünger als du jetzt, aber nicht viel. Also okay. 39 war auch schon wirklich ziemlich interessant. Aber ich bin halt das Gegenteil. Ich wäre wahrscheinlich auch noch mit 50 schwanger geworden. Weil bei mir haben schön. Dann immer die Ärzte gesagt, aufpassen, aufpassen. Und das Satz hätte ich gern gehört. Aber es stimmt, ja. Deswegen wollte ich sagen, man muss es relativieren. Ja. Es gibt Frauen, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist mir auch sehr, sehr wichtig zu sagen, jede Frau ist individuell und die Fruchtbarkeit detto. Ja. Also so es ist auch, wie lange man menstruiert und so weiter. Es gibt keine, es gibt keine jetzt Sachen, die für alle gelten. Stimmt. Man muss in sich reinhören und man muss dementsprechend wissen, okay, wie tick ich? Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz tolle Studien mittlerweile, dass man sich auch jung denken kann und das übe ich halt jetzt jeden Tag. Ja, vor allem ist es wichtig zu erwähnen an alle Frauen da draußen, egal ob jung oder älter. Den Fehler habe ich auch gemacht. Man kann Fruchtbarkeit testen lassen und zwar mittels einem Bluttest. Ja. Man muss die Frauenhormone abfragen und da geht es ganz speziell um dieses Anti-Müller-Hormon. Und der Wert, der da rauskommt, eben, der sagt sehr viel aus, wie fruchtbar man noch ist. Ja. Ich wusste es nicht. Ich gebe es ehrlich zu den Frauen da draußen. Ich war ziemlich schockiert, dass der Arzt mir gesagt hat, mein Wert ist wahnsinnig schlecht. Ich glaube, der war 0,7 nur noch. Okay. 0,5 ist aus. Aber der ist auch nicht der einzige Wert. Man muss das alles relativieren. Es war alles. Ja. Es war Progesteronwert nicht gut. Testosteron. Ich habe ein bisschen Schilddrüsenprobleme gehabt, eben auch noch. Ja. Dann hat man rausgefunden, wenn man Gewebe entnommen hat, die aber Gebärmutterentzündung dann gehabt, aber wir müssen Antibiotika nehmen. Also es waren schon mehrere Faktoren eben auch. Aber ich hätte mir gewünscht, dass mir vielleicht dass die eine oder andere Frau vielleicht ein paar Jahre früher gesagt hat. Man hat halt immer oft die Hollywood-Beispiele vor Augen und denkt sich halt, na ja, wird schon noch gehen irgendwie. Also ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, dass es nicht funktionieren sollte. Und das war sicher der größte Irrglaube, dem ich aufgesessen bin. Es war halt dein Weg, Sabrina. Es war mein Weg und dann habe ich wirklich gerudert. Und das möchte ich da draußen auch den Damen ersparen. Vielleicht schaut sich das früher an, diesen Wert. Macht diesen Bluttest, das ist, kostet ja nichts. Und dann wisst ihr für euch dann selbst, wo ihr ungefähr steht. Ja. Und macht sich den Fehler, zu lang zu warten oder zu glauben, na ja, es ist immer alles möglich. Nein, weil wenn die Uhr vorbei ist, dann ist sie vorbei und dann kann man Kopf stehen. Das ist einfach Fakt. Interessantes Schlusswort. Ich darf ein Gegenwort reinbringen. Ich plädiere dafür, dass die Babys auch was mitzusprechen haben und die suchen sich ganz genau die Eltern aus. Ja. Es ist meine tiefe Überzeugung und wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann sollte es eigentlich auch relativ stressfrei weiterhin in unserer Menschheitsgeschichte so verlaufen können. Aber danke auf jeden Fall für den Hinweis. Nur macht euch nicht fertig, ist mein Hauptcredo. Also dieser Druck kriege ich eh noch und so weiter. Weil der macht schon meines Erachtens nach auch sowohl, was den Kinderwunsch anlangt, Verkrampfung und die schönste Sache dieser Erde wird damit so technisch und an das denke ich immer, weißt du, lustvolle, liebevolle Begegnungen sollen weiterhin, sollen möglich sein. Und das ist möglich. Also da gebe ich dir komplett recht. Eben, man kann sie mit, und das sagen ja auch die Kinderwunschinstitute, sie können das Maximum machen, was medizinisch möglich ist. Ja. Nur das letzte Wörtchen redet jemand anders. Das ist das Universum oder Gott oder wie immer man das sieht. Aber das hat man nicht in der Hand. Das ist, wenn es so sein sollte, wird mein Kind haben. Aber man kann 20 Behandlungen machen. Das hat der Arzt mir auch gesagt. Manchmal funktioniert es einfach nicht und man weiß nicht, warum. Vielleicht ist es auch ein Schutz für manche Menschen. Genau so ist es. Und irgendwann muss man für sich dann selbst eine Grenze setzen und sagen, okay, jetzt es sollte nicht sein. Das enough stimmt. Man hat eh genug probiert. Aber manchmal muss man akzeptieren, dass gewisse Dinge sich nicht erfüllen im Leben. Ja. Das stimmt, ja. Sabrina, jetzt habe ich
sehe ich, wie sich's bei dir erfüllt hat. Und ja. Ich kann dir nur alles von Herzen Gute wünschen für die Geburt. Ja, danke sehr. Für diese letzten heißen Tage, wo du noch ausbäckst. Ja. Und würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal sehen, wenn dein Sohn auf der Welt ist, und dann können wir ihn vorstellen und dementsprechend auch sagen, wie es dir gegangen ist, dann in weiterer Folge als Mami. Also ich komme ja gern wieder, und abschließend möchte ich trotzdem den Namen da draußen Interessierten sagen. Also wenn ihr da mehr Interesse habt, die Bürgerinitiative, die umfasst ja mehrere Punkte. Also die alleinstehenden Frauen, das ist ja nur ein Thema eben. Es geht dann noch um Social Egg Freezing, Embryonenspende wird dann noch diskutiert bei unserer Bürgerinitiative. Also es gibt schon mehr Themen. Also ich kann nur jedem sagen, wenn jemand interessiert ist, die Homepage ist www.zukunft-kinder.at. Ist alles in den Shownotes drinnen. Perfekt, also geht es einfach einmal rauf, schaut sich durch. Also wirklich, es sind einfach Forderungen, die Gesetze macht die Politik, sage ich, und die Rahmenbedingungen. Ich sage, fordern muss man einmal viel und hoffen, dass man etwas bewegt eben oder schafft eben. Und wie gesagt, jede Stimme zählt. Also geht es einfach mal rauf, vielleicht engagiert es euch eben, weil ich denke, es ist Zeit, dass wir Frauen aufstehen und eben fordern, selbstbestimmter unsere Familien planen zu können. Ja, und danke. Ich sage danke dir, Sabrina, für dieses Gespräch. Und am schönsten ist, wenn die Männer auch zu Zukunftskinder kommen. Ja. Du lässt mir eine Broschüre da. Ich darf sie dann gerne in die Shownotes hineinnehmen. Und danke für dein ganzes Engagement, für deine Leidenschaft. Und wir wünschen uns absolut weiterhin gute Zahlen für viele Frauen, die auch alleinstehend Mami werden wollen und dürfen. Ja. Und mit einem Credo, wir kriegen das hin. Ja, klar. Und vor allem nur gemeinsam sind wir stark eben. Und seine Träume, die darf man nie aufgeben. Das stimmt. Und mit das Leidenschaft geht sehr viel. Und ja, also ich sage wirklich herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste kommende Zeit, wenn der kleine Christopher kommen wird. Ja, alles Gute dem Christopher. Gut. Danke. Und euch, meinen Lieben, hoffentlich kann ich einen wunderschönen Sommer dementsprechend die Gedankenanregung mitgeben. Lasst uns diskutieren unter How to Baby Podcast. Haben wir wie immer unsere Ankündigungen und dementsprechenden Informationen über Sabrina, und auch unter howtobaby.info, unserer Landingpage, seht ihr sowohl das Video als auch das Audio zum Nachhören, und überall, wo es Podcasts gibt, bitte einzuhören und weitererzählen. Danke fürs Zuhören, dabei bleiben und alles, alles Liebe, wunderschöne Zeit, und seid kraftvolle Frauen und Papas. Alles Liebe, eure Petra. Baba.